In diesem Video gebe ich euch 5 Tipps für eure Mailandreise. Wie ein paar von euch vielleicht wissen, war ich gerade mit Chris zusammen in Mailand und dort haben wir ein paar Videos gemacht. Wenn ihr die noch nicht kennt, guckt euch die auf jeden Fall auch nochmal an. Da könnt ihr euch bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp abstauben. Ansonsten ist das hier jetzt eine kleine Zusammenfassung der Highlights, die wir da erlebt haben. Das ist erstens nämlich die Pizza, die wir da gegessen haben. Die war richtig geil und da blende ich euch hier auf jeden Fall nochmal oder ansonsten auch unten in der Beschreibung die Adresse, wo wir die gegessen haben, ein. Und dann als zweiten Punkt das Eis. Das Eis war auch mega geil. Das war da gleich um die Ecke und da kann man so mega die coole Tour machen, dass man sich halt erst eine Pizza holt, dann Eis und dann vielleicht noch irgendwie leckeres Bier oder so. Und das ist mega die coole Ecke, da kann man auf jeden Fall richtig lecker essen. Dann der nächste Punkt wären irgendwie so die Sehenswürdigkeiten, die es da so gibt in Mailand. Da auf jeden Fall einmal ganz vorweg der Dom. Das kostet 20 Euro, dann kann man da auch einmal rein und oben aufs Dach, was ganz cool ist, um einen Ausblick zu haben. Haben wir persönlich aber nicht gemacht, weil alles voll mit Touristen war und das war uns das Geld dann nicht ganz so wert. Stattdessen sind wir zu einem anderen Aussichtspunkt, der in der Nähe der zweitgrößten Sehenswürdigkeit ist, glaube ich. Das ist nämlich das Schloss, was da steht. Das kann man sich auch mal angucken. Ist auch super voll mit Touristen, aber eigentlich auch echt ganz cool. Dahinter ist nämlich so ein Park und in diesem Park ist dieser Aussichtsturm. Es kostet 5 Euro, da einmal hochzufahren und dann hat man 5 Minuten Zeit, sich einmal einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Das geht in alle Himmelsrichtungen, aber leider nur, was ein bisschen blöd für die Videoaufnahmen war, durch so ein Glas und man hat halt auch nur 5 Minuten, müsst ihr selber gucken, ob euch das wert ist. Wenn ihr dann die ganzen Sehenswürdigkeiten abgeklappert habt und lecker gegessen und getrunken habt, dann können wir euch auf jeden Fall auch noch für abends das eine Viertel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, empfehlen. Das kommt auch in die Beschreibung. Das ist sehr cool, da an den, es gibt so 2 Kanäle. Und da sind an den Seiten so ganz viele verschiedene Restaurants und Bars. Da sind super viele Leute, auch junge Leute dann abends, die sich da rumtreiben. Da kann man ein bisschen was trinken und feiern gehen. Und da einmal noch als kleinen Tipp dazu. Wir haben irgendwie so eine Bar gefunden, wo man ein Buffet und ein Getränk irgendwie für nur 8 Euro bekommt oder so. Also einen ganz, ganz geilen Cocktail eigentlich. Und dann noch halt so ein kleines Buffet, wo man auf jeden Fall von satt wird. Was jetzt irgendwie nicht so das Größte ist, aber man wird auf jeden Fall von satt. Das war ganz cool und ja. Ansonsten ist Mailand eine Stadt, die nicht allzu groß ist und wenn ihr einfach drauf loszieht und da rumrennt, dann werdet ihr auf jeden Fall die wichtigsten Sachen alle erleben und auch echt coole Sachen sehen. Uns hat es echt gut gefallen, es war echt heiß da zu der Zeit, wo wir da waren und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Mailandreise. Außerdem war Lukas ja auch vor kurzer Zeit in Venedig und dafür haben wir auch einen kleinen Reiseführer produziert, guckt euch den auch gerne an und einen richtig schicken Aftermovie hat er auch gemacht. Also, bis zum nächsten Video, eure Backpack Bros. Liked uns auf Instagram. Liked uns auch auf Instagram und auf Facebook und abonnieren nicht vergessen.